So, meine Freunde, jetzt aber, ihr solltet mir jetzt hoffentlich hören. Jetzt schaue ich diesmal nochmal schnell selber noch, ob ich mich höre. Schauen wir mal, ob ich mich jetzt selbst höre. Warte mal, wir machen das nochmal weg. Zerbrüchen mit mir eben selbst. Oh, Herr Gott, sag keiner fix. Ist das Stream überhaupt live? Ja. Schauen wir mal. Ist das Stream überhaupt live? Ja. Schauen wir mal. Jetzt oder? Ich habe mich selber gehört. Das passt da gerade. Dann kann es ja so schlimm nicht sein. Jetzt aber. Ja. Ja, jetzt halt, ne? Dann ist ja gut. Mir halt ihre. Jetzt probieren wir es nochmal auf ein neues, wa? Und schauen wir mal. Jetzt kann ich es auch nochmal besser erklären für euch, meine lieben Freunde. Und zwar, ich fange jetzt an mit dem Führerschein an. Mir hat wie viele andere Führerscheinanfänger leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich habe auch schon ein Auto für nach dem Führerschein, nur werde es wahrscheinlich über kurz oder lang ein neues brauchen. Und deswegen, ich möchte unbedingt einen Volkswagen. Ja, deswegen sind wir heute auf der offiziellen Webseite unterwegs und Volkswagen. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Bla, Entschuldigung. Ja, was hat der Ofner sich gedacht? Das zeigt er euch natürlich gerne. Entweder, also ein von denen zwei war jetzt mal so der erste Gedanke. Entweder den Up als GTI. Ja, den gibt es tatsächlich als GTI, wer hätte es gedacht. Mittlerweile gibt es ja von so viel irgendwelche Gran Turismo-Modelle. Ja. Ich meine, es gelangt 115 PS in so einem Auto. Wenn man dachte, ich lasse euch da ein bisschen mitentscheiden. So. Ach schon. Ah, schauen wir mal. Na, jetzt schauen wir mal. Genau, den gibt es, die kann man leider nicht mehr konfigurieren. Da haben sie leider die Stings geändert. Den, war das jetzt der Up oder der Polo? GTI, ich weiß gar nicht mehr, war es er? Oder war es der Polo GTI? Findest du den Polo schöner? Ja, mich ist im Endeffekt Geschmackssache, gell? Der eine findet das schöner, der andere das schöner, aber. Und schauen wir mal, jetzt werden wir den Stream gerade nochmal teilen. Klar, es ist im Endeffekt Geschmackssache, brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber ich meine, der Up war mir wahrscheinlich auch auf Dauer ein wenig zu klar. Schicken wir es einfach mal rein, machen wir nicht. Und ja, aber ich glaube, der war sogar auf Dauer zu kleine. Zu kleine vor allem. Ich weiß es nicht, also Servus an die Person, die nur im Stream mit dabei ist. Ja, Geschmackssache. Definitiv Geschmackssache, würde ich sagen. Weil auf der einen Seite, klar, schaut natürlich schon bärig aus, gell? Klar, wiegt nicht viel für so ein Auto. Ja, ist ja nichts, was wiegt er denn? Ach, hat 115 PS. Halt nochmal 85, der Dings hat natürlich nochmal 85 mehr, der Polo GTI. Ja, der hat 200. Aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, jetzt bin ich mal anschaue, warte mal. Geht denn das da, warte mal. Pakete, schauen wir mal, Licht und Sicht. Fahrassistenz. Was gibt's denn da alles? Da habe ich mich ehrlich gesagt selber noch nicht so damit befasst.
Ich habe mir gedacht, ich gehe da jetzt mal völlig blind rein und wir schauen uns das einfach mal miteinander an. Weil es war natürlich schon schön, wenn man was hat, wo der Kofferraum groß genug ist, gell? Das muss man auch mal dazu sagen. Peter, hab ich dir! Der geht aber gut, wenn der. Ja. Das definitiv, nur hat der halt verdammt wenig Kofferraum, gell. Es ist halt wieder der Nachteil am Up-GTI. Schönes Auto, überhaupt richtig geil nur zum Schauen, wenn da so kleine Raketen auf der Straße umeinander rattert, aber. Ach, da guck ich jetzt zum Zimmer, hab ich gerade gesagt. Aber. Ach, das war wieder im falschen Ding drin. Und ja, es ist im Prinzip nicht schier. Ich kann mir aber genauso gut den da vorstellen. Warte mal. E-Auto zum Beispiel, das war gar nichts für mich, muss ich ehrlich sagen. Weil das nächste war dann eben der Polo als GTI. Was ist denn der Polo Beats, Alter? Also ich muss sagen, ich gehe da jetzt wirklich völlig blind rein, gell? Beast Audio 300 Watt Subwoofer digitaler Kanalverstärker. Oh, das habe ich auch noch nicht in Betracht gezogen. Wie gesagt, dadurch, dass ich immer gesagt habe, ich gehe da komplett blind an die Sache ran und schauen wir das mit euch miteinander an. Ja, der hat zu wenig Kofferraum da. Da kannst du mir sagen, was du magst, aber schauen wir mal, was hätten der für Motorvarianten? Aha, der hat einen. Ein 1 Liter 5 Gang, ein Benziner. Ui, der hat einen 1 Liter. Der hat einen 1 Liter TSI OPF 5 Gang. Was macht denn das aus? 80, 95, 95, 115? Ja. Schon, ja. Also, ich sage mal so, wenn es Reichweiten gesteigert sind. Also so wenn's was bringt der Dings auf die Reihe, der Taycan S, der Taycan Turbo S bringt, glaube mit dem kommst du da mit einer Akkuladung, wenn's halbwegs anständig fast 400 Kilometer weit. Also dafür 115 PS, Automatik Frontantrieb und ein Verbrauch von 4,7 Liter. Auf 100 Kilometer. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, aber da gab es sogar einen. Schauen wir mal. Ja, das Schöne ist halt. Entschuldigung. Das Schöne beim Elektromotor ist halt wieder, da hast du das Drehmoment, sobald du das Pedal runtertrittst, hast du halt Drehmoment. Gell? Das haben halt die Verbrenner einfach nicht. Zuerst, da ist ein Samu. Der Isosamu, habe ich dir jetzt hier was? Schön, wenn sich einmal dann wieder zwischendurch andere am Chat beteiligen. Also, ist jetzt nicht besser gemacht, mich, aber ist noch schön, wenn sich auch so die anderen beteiligen. Na, auf YouTube sind wir nicht besser. Da geht es jetzt rein um die Serie Mein erstes eigenes Auto. Ich werde dann auch zuschauen, dass wenn ich einen Führerschein geschafft habe, dass dann auch Test-Drives gibt und so, aber da machen wir noch ein bisschen. Na, auf alle Fälle, jetzt schauen wir mal, den gibt es in. Was haben wir denn da? Ohne Aufpreis. Ja, füge mal hinzu. Ah, das ist. Ja, verstehe, das ist der Strafen. Ja, habe ich dir. Nein, müsst ihr mal sagen, weil ihr habt ja auf YouTube teilweise andere Namen wie auf Instagram. Deswegen weiß ich das auch, wenn ich so 100% im Pure White. Alter, wer kauft sich denn so ein Auto im Pure White? Boah! Schieß, Alter. Und in Deep Black. Schade. Ja, das macht seine Gina, oder? Oh Meier, hau ich die Gerde! Mal kurz. Moin Moin! Kurz da nicht gucken. Hau ich die Gerde beieinander. Nein, aber jetzt sagt's mal, also in was für einer Farbe? In Schwarz? In weiß-schwarz mit den Streifen. Irgendwie ist es.
Was seid? Ich weiß nicht. Ich darf mal wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann entweder in Rot. Hoppala, falsch, nein. Oder in so einer Farbkraffer. Ja, mit den schwarzen, mit dem Radiostreifen. Schuger. Gamer Felice, ja, habe ich Dienstprominenz. Die Oberpfalz ist am Start, oder wie? Läuft. Die Oberpfalz. Nein, auf YouTube sehe nicht. Ja, wir gehen mal heute auf jeden Fall mal, sagt ja der Titel schon, mein erstes eigenes Auto, die Vorauswahl. Niederbayern, sorry. Niederbayern ist am Start. Jetzt warte ich gerade noch auf die Elite aus der Oberpfalz. Auf YouTube nicht. Wie gesagt, auf YouTube singe du ja auf Amu, du kommst gleich. Machen wir halt einen 300 Sekunden Timeout. Das kannst du jetzt überlegen, gell? Ich bin halt ganz friedlich auf YouTube unterwegs. Aber rot mit roten oder ganz rot, ich weiß nicht, was schaut denn das aus? Eigentlich, wenn der schwarze Streifen niederschaut, schaut es ja nicht schier aus. Flashrot. Ich singe später nicht mehr auf Insta, aber jetzt. Heute haben wir uns versammelt zum Auto schmeißen. Braucht es jetzt gleich schon einen 300 Sekunden Timeout oder was? Ja, aber die ist da leider, die ist bei VW nicht lieferbar. Aber das ist natürlich schon was, gell, wenn es. Gut, jetzt kriegt es später, jetzt kriegt sie so einen Timeout. Ja, das ist wohl wahr. Marie Schmidt, ja, servus. Gut, jetzt warte, jetzt kriegt der Peter mal schnell. Jetzt kriegt der Peter mal schnell. Jetzt kriegen die zwei mal schnell. Alter, mir hängt es gerade erst auf. So. Jetzt gibt es erstmal einen 3-Sekunden-Timeout, weil jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, es geht halt einmal ums Auto und nicht um die Musik. Und das wird jetzt mal akzeptieren sein. So, Boots, ganz einfach. Ja, alles gut? Weiß jetzt nicht, was ist denn jetzt schon wieder? Hab doch Servus gesagt. Was wollte ich denn sagen? Entschuldigung, ich hab jetzt. Jetzt mal mich an. Oh, wie lustig. Na, was wollte ich sagen? Du schreib danach her, ich muss selber schauen, aber Mittwoch glaube ich auch ganz gut. Aber reden wir noch im Stream, wird halt wahrscheinlich nicht so lange dauern, schätze ich mal. Jetzt kommt der nächste. Nein, ich lasse mich jetzt nicht dratzen. Jetzt kriegt halt jeder einen Timer. So, vorübergehend ausblenden, das ist mir scheißegal jetzt. Ja, na, auf alle Fälle, das war jetzt mal so. Mach das mal zu. Felgen, was gibt es denn da? Große Auswahl wird es wahrscheinlich nicht geben, oder? Naja, da gibt es genau 3 zur Auswahl. Ein 17er. Ja, gut. Die sitzt. Ja, wieder. Jo, wenn's. Gehen wir vielleicht. Ja, warum eigentlich nicht? Aber solange, aber ich komme auf die zurück, wenn's. Wenn es ist, okay? Ja, ich schaue nachher, die kann euch ja alles Mods nachträglich auch noch Erinnerung. Michi und der Gamer Felice. Jetzt, was ist denn? Vom dabei Alex, ja? Weiß ich schon. Ja, kann ich den Link da rein posten? Marie, du kannst da, wenn du magst, den Link einfach da rein posten. Ich hoffe, ich habe das ausgestellt, dass die Links geblockt werden. Oh, ich glaube schon. Post einfach da einer und das können uns vorbeischauen, wenn ihr Bock haben. Also ihr könnt es auch, wenn ihr irgendwelche Link habt.
Links habt ihr, was ich mir mal anschauen soll. In zukünftige Streams könnt ihr es auf jeden Fall einer posten. Jetzt muss ich gerade mal kurz was gucken. Aber schaut's. Na, wie gesagt, ich denke, ihr kennt die Links auch einer schicken, also hoffe ich zumindest. Ah, da zeigt er mir bloß einen, lol. Tut mir ganz leise mal. Ah, lol. Ja, da muss ich sagen, hat es mir allerdings auch, jetzt würde ich das gerade gesehen, aber aus dem Augenwinkel liegt mir auch aufgestellt, Alter, ohne Schmarrn. Aber was denn, ich weiß ja nicht, wenn da, weißt du schon, I don't know, Alter, warum verlangt man für sie? Marie Schmidt, ja. Ja, schaut einfach mal bei der Marie vorbei. Vielleicht ist sie auch so nett und schickt euch den Link einer. Dann habt ihr es ein wenig einfacher. Ja, Sprachenlernbubble, ja, so ungefähr. Lul. Okay, also ist jetzt. Aber die Übertragungsrate ist halt ausnahmsweise mal. Was ganz? Ist halt ausnahmsweise mal Oberpremium. Lul, warum ist jetzt? Hä? Warte mal kurz. Warum? Schon, jetzt zeigt das wieder, oh, lol, was war jetzt mit meiner Anzeige gerade kaputt? Ja, die Farben sind bei VW leider nicht lieferbar. Das müsstest du wahrscheinlich wenn dann separat umlackieren lassen. 400 €, was kosten die? Die kosten 190. Schade. Ja, ich finde das, ich weiß nicht, Michi, was ist da dein Ding? Aber du kannst, Marie, du kannst auf Insta gehen, den Link teilen und kannst dann eigentlich da in den Chat einer schicken. Weil ich, also normalerweise werden Links zwar geblockt, aber das habe ich einmal ausgemacht. Aber schaut's einfach, gebt's einfach Marie auf Insta ein und schaut's mir vorbei. Was meinst du hier? Das sind doch. Ja, und vor allem, das sind irgendwie so die klassischen Folgen, die hat. Ich weiß nicht, das sind irgendwie so die Klassiker von VW, die Folgen, die. Pamplona 7J. Aber wir haben ja Gott sei Dank andere Alternativen auch noch am Start. Und zwar, hoppala. Es muss ja nicht unbedingt der Polo sein. Der Tico, der hat da mal. Ich weiß nicht, ID. ID überzeugt mich irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Elektro-Gedönse. Hybrid, ja, wo ich weiß, dass ich einen Verbrennungsmotor habe, auf den ich mich verlassen kann, wenn der Akku aus ist. Ja, Michi, da hast du definitiv recht. Also das schaut, die schauen wirklich eigenartig aus. Da hast du völlig recht. Deswegen frage ich mich auch, wenn man für die Fang 440 Euro verlangen kann. Aber gut, das muss ja im Prinzip jeder selber wissen. Die schauen echt ein bisschen, da hast recht. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, schauen wir uns mal die so. Lotte, das ist ja wohl. Wo ist jetzt wieder alles blau? Pro, der Einstiegs, die Einstiegsausstattungslinie. Haben die das umgestellt? Ist das möglich? Ist das möglich, dass die da was umgestellt haben? Weil früher hast du ja ein Modell konfigurieren können. Umweltbonus. Ja. Lassen wir jetzt einfach mal her, der hat bloß einen. Eingang Automat. 204 PS, was ist denn das da? Der ID. ID Tour. ID Max. Ja, nicht schlecht. Was gefällt denn euch da so? Ich glaube, da kommt. Das ist gut möglich, ja. Dass die. Ja, gut, Cupra. Die lassen sich in der Regel eh gut sein. Ah, jetzt hat es. Schaut her, gibt es dies derzeit, was da jetzt im Chat einer gekommen ist, das oder? Dies derzeit. Na, macht nichts. Also, die können ja, wenn es dies eingeben, was du gerade geschickt hast, dann kommen sie ja auch vorbei. Das passt schon. Macht nichts. Ich weiß nicht, jetzt schauen wir uns das mal an. Also, ID3 Style. Pro Performance. Ich wusste, dass das so ein Grassiert von mir kommt, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, aber mit diesen ID-Modellen, ich weiß nicht, ich werde da nicht so ganz warm. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei, ist ein ganzer Löwe. Die begleitet mich auch schon seit 2 oder 3 Jahren jetzt. Ist jetzt schon drin. Die sind sie irgendwie nicht, gell? Ne, vor allem, solange die nicht, wie gesagt, solange die nicht irgendwie Reichweiten gesteigert werden. 3 Jahre, gell? Pah, so schnell sind 3 Jahre vorbei, leck mich fett. Ja, aber die sind sie irgendwie alle nicht, die schauen vom Design her so klobig aus. Alle miteinander. Das ist, ich weiß ja nicht, aber so richtig zusammen tut mir das jetzt nicht die Spur, Alter. Bis zu 500 Kilometer. Du weißt aber schon, wie sparsam das da fahren muss, dass du mit so einem Kahn 400 Kilometer zusammenbringst. So ist es. So ist es, ja. Naja, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie die anderen, müssen es natürlich nicht, gell, aber vielleicht wollen sie die anderen ja mehr an der Diskussion beteiligen. Wer so ein bisschen Ahnung hat und seinen Senf dazugeben mag. Nein, du fährst unter normalen Umständen, fährst du mit so einem Auto keine 500 Kilo, keine 542 Kilometer. Ja, der Michi und ich, wir diskutieren gerade, das ist ja schlimm, ja, an die E-Kisten. Kostet nicht weit fahren und hängst 10 Stunden an der Ladestation. Ja, also 10 Stunden, wenn du am, musst du dazu sagen, es kommt ja drauf an, Michi, ob es das an der Normalstation lädt, ob es das an der Haussteckdose lädt, 230 Volt, dann dauert es natürlich beträchtlich länger, ist klar. Auf der anderen Seite, wenn du da Schnellladesäule hast und soweit ich da informiert bin, gibt es die mittlerweile auch für einen Privatgebrauch, dass du dir die in die Garage bauen kannst, dann schließt ihn an und lädst ihn innerhalb von einer Dreiviertelstunde auf 85% oder so. Soll es mittlerweile auch schon geben, habe ich gehört. Aber ob das so gut praktikabel ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber über kurz oder lang werden wir uns einmal mit der E-Mobilität auseinandersetzen müssen, werden uns gar nichts anderes überbleiben. Ja, günstig ist es nicht. Das stimmt, ja. Das stimmt, günstig. Doppelter. Na, jetzt schon jetzt Plätzen, Knipfeldrucker, oder wer? Mei, mein Gott, da kann man Stunden debattieren, ne? Jetzt, wir schauen einfach mal weiter. Was mir auch gefallen hat, war irgendwie so ein T-Cross. Entweder ein T-Cross oder ein T-Roc. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. T-Roc als Cabrio, das muss man sagen, ja fast einmal. T-Cross Cabrio. Das ist doch auch wieder safe. T-Roc. Meinst du er? Findest du, ja, ich weiß nicht. Der ist Cabrio. Muss ich sagen, weil man die Airline, den gibt es als Airliner. LOL. Lol, was gibt es denn da für einen Motor? Zusätzlicher, ja, ist in. Da gibt es den 1 Liter, den UPF. 115, 150, das war's. 7 Grad, ui. T-Roc in R. Die Airline, ja, mit der könnte ich mehr aufrenten. Aber ich muss ganz klar sagen, ich muss natürlich auch schauen, was nach der Lehre finanzierbar ist, gell. Das ist ja das andere. Ich kann mir ja nicht alles leisten, sondern ich muss schon schauen, was nach der Lehre finanzierbar ist. Aber wenn dann, ich weiß nicht, so ein 150 PS mit OPF 6-Gang oder ein 1,5 Liter TSI OPF mit 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Das war jetzt die Frage. Jetzt gehen wir einfach die nochmal. 48 Monate. 8000 müssen wir Anzahlung leisten, ja. Gut, machen wir das, wenn wir das mal anhackeln. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so ein Cabrio kaufen, da, ehrlich. Also nicht, dass VW jetzt das irgendwie schief gemacht hat oder so, aber was für Farben gibt es denn denn? Pure White Schwarz. Ja, Geschmackssache. Der Nachteil an der weißen Farbe ist halt immer, du siehst jede Scheiße. Du siehst wirklich jeden Scheiß. Das ist ja der Kack an der ganzen Gaudi. Dass du einfach wirklich jeden Dreck siehst, Doppelkupplungsgetriebe, weil du schaltet, das die gehen viel schneller durch. Ja,
Kostet aber auch im selben Moment mit Doppelkupplungsgetriebe, warte mal, was haben wir gesagt? Kostet aber im selben Moment mit DSG. Ja, kostet halt im selben Moment über 30, also knapp 31,6. War halt dann zum Überlegen, gell? Aber nein, ich glaube, da ist so ein Cabrio sowieso nicht wert, weil ich bin, dann brauche ich ein Coupé. Schauen wir mal, was gibt es da innen so zum Umeinander, Doktor? Marrakesch Anthrazit. Boah! Kostet gleich nochmal saftige zwei riesen Aufpreise. Leck mich fett, Alter. 2,4. Aber schauen wir mal, wie es ausschaut. Boah, macht dafür schon was her, gell? Was haben wir da? Platinum Grey, Karen. Was? Keramik Queen? Ups, erst mal. Oh, Alter, VW lasst du das gut sein, so ist es nicht. Aber ich mich hat halt schon einen Volkswagen, weil mein Vater seit 30 Jahren Golf fährt und meine Mom seit insgesamt 8 Jahren Lupo. Also sie hat sich zwischendurch, also nicht denselben, sondern sie hat sich dann wieder einen gekauft mit dem gleichen Baujahr. Hast schon mit Stoffschiebedach und Tralala, und deswegen haben wir gedacht, Männer mag ich auch einen Volkswagen. Und schau mal, Titanschwarz, Schwarz-Silber, Slick. Boah, die kostet das 2000. Leck mich fett. Oh, kann man drüber streiten, ich weiß nicht, ob es das unbedingt braucht. Schau mal, was sagt denn bei den Felgen? Ja, da gibt es auch wieder, da gibt es entweder die Klassiker, wie ich finde. Na, heute halt, sind wieder unsere, na. Jetzt habt ihr es halt erwähnt, egal. Das sind mit den schwarzen, die schalten, ah, genau, das sind wieder. Oder sind, nein, das sind die nicht. Die schwarzen, findest mich. Boah. Ich bin meine Anzeige schon wieder mal da. Tschüss. Aber ich bin froh, dass der Livestream halt flüssig läuft, Alter. Ich habe schon Phasen gehabt, da ist er gar nicht gelaufen oder hat gekackelt wie Sau. Da bin ich ja froh, dass das. Bin ja froh, dass das heute einigermaßen flüssig läuft hier. Warum auch immer meine Anzeige schon wieder spinnt, aber. Scheiß drauf. Die schwarzen findest. Kosten halt. Was kosten die schwarzen Aufpreis? Kosten halt 436 Euro. Aufpreis, aber wenn es einem gefällt. Pah. Ja. Komm, machen wieder. Aber. Moment. Fünst leider. Naja, komm mal, machen wir, hackeln wir das einmal ab und dann haben wir eh nur noch die Sonderausstattungen am Start. Anhängevorrichtung abnehmbar für Cabrio läuft. Naja, ist sowieso einer nie gehört. Was gibt's denn da ansonsten noch? Digital Cockpit mehrfach, verschiedene Infoprofile. Lul, was gibt's denn da noch? Multifunktionslenkrad in Leder beheizbar. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, Multifunktionslenkrad in Leder, Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar. So, dann. Boah, da gibt's, also, leck mich fett, Alter, das ist schon ganz schön. Was haben wir denn da? Fahrassistenzpaket plus. Kostet gleich mal fast 1560 Euro Aufpreis. Ja, leck mich am Arsch. Was hat der für ein Winterpaket? Ja, ich weiß schon den ganzen. Jetzt zieht es mir den ganzen Schmarrn wieder zurück. Das brauchst du eigentlich wirklich nicht. So, was darf er denn jetzt so kosten? Einfach mal gerade gucken. 6, ah, das ist jetzt das Normale.
Sonnenausstattung kostet 260 Euro, waren wir bei 27, 6, 10. Ja, mein gut, kann man jetzt wieder drüber streiten, gell? Also ich, gut, Beats nonstop, ui, Hose oder was, oder? Schaut's aus. Telefonie. Ich finde es natürlich nie verkehrt, wenn ein Auto eine Freisprechanlage, Frühsprecheinrichtung, Mikrofon in der Dachkonsole, Sprachausgabe in hoher Qualität über interne Lautsprecher, individuell kabellose Verbindung an die Außenantenne. Ja, doch. Ob es dann wieder finanzierbar ist, ist was anderes, gell, aber. Jetzt sind wieder zwei dazugekommen, aber die übereinander. Ich konnte leider nicht sehen, wer so ein neuer dazu im Fall das Ablauf für USB-Anschluss, Typ C und induktiver Radio, beziehungsweise wir uns mit Q-Standard. Oh, das ist natürlich wieder. Es ist natürlich wieder ein Pluspunkt für das T-Rock-Kabel. Ich weiß gar nicht, ob das die Ops ist bei den anderen. Dann können wir ja mal so durchschauen. Wie gesagt, schreibt es fleißig eure Meinung in die, in die Kommentare. Ja, die, die dann danach die Aufzeichnung sehen können, sind die Kommentare schreiben. Die, die jetzt zuschauen, natürlich in den Chat. Und ich mache so selten Livestreams, deswegen sage ich immer, schreibt das in die Kommentare. E-Golf. Da kann man sich auch mit drüber unterhalten. Golf Sportswagen. Der Touran. Das andere war der Touareg. Da war ein Millionär, oder? Der neue Arteon, der hat mir sagen, der hat mir gefallen. Der neue Arteon, der Arteon als Airline. Ich habe jetzt beim VW-Händler meines Vertrauens habe ich einen Senfgelben. So weißt du, so wie mein Wand da, so in der Form, habe ich beim VW-Händler meines Vertrauens so einen Stiesen. Der hat mir auch gut gefallen, den kauft man jetzt auch einfach mal, ja. Mein Ding. Ah, hoppala, jetzt sind wir beim Variant gelandet. Hoppala. Sind wir jetzt da beim Ding gelandet, oder beim Passat? Hoppsala. Da wird jetzt. Nein, nein, RT auch nicht, wollte gerade sagen. Gehen wir einfach mal, wie es konfigurieren. Das war der Passat GTE. Äsche, Hybrid war auch noch was. Ist schick, gell? Mir ist auch der auch gefallen, aber der ist halt schon extrem lang. Also auf, machen wir jetzt nochmal hab's da. Gucken wir jetzt nochmal auf Modelle und Konfigurator. Dann gehen wir oben zum Arteon. Der hat mir halt als Airliner so gut gefallen. Weißt du schon, weil als Airline hat er die Wippen. Das ist. LED-Rückleuchten. Schauen wir uns das einfach mal miteinander an. Und ja, das ist dann die Airline. Erweiterte Fahrweise. Spiegelkappen in Wagenfarbe, 18 Zoll Leichtmetallräder, Front- und Heckschutzfänger im Airline-Design. Ich finde, das Airline-Design hat VW ja ganz gut gebracht. Du weißt nicht, da steckt ja wahrscheinlich auch einige Jahre Perfektion drin. Schätze mal. Digitaler Komfort, was haben wir da? Klassische Tacho oder hoher Navigationsgrad. Warum? Warum? Oder das Digital Cockpit Pro bietet beides gleichzeitig. Ah, da ist der Tacho. Ja, ich verstehe, da ist der Tacho unten mit dabei. Ich finde, da haben sie sich echt nicht lumpen lassen, so die letzten Jahre. Ich bin so froh, wenn ich meinen Führerschein habe, weil dann kann ich, und mein GoPro, weil dann kann ich eigentlich, da war es nicht mehr voll konfigurieren können. Der hat eh schon alles drin. Ja, du kannst. Ein paar Sachen kann man schon noch machen. Weil du kannst das, was ist das? Na, das Airline Black Stylus nicht bei ihm, sondern hier, ich werde mich da mal für euch intensiv damit auseinandersetzen, aber so neben der Arbeit, aber das ist echt brutal. Jetzt schauen wir gerade mal. Warte mal schnell. Heute läuft es ja mal flüssig vom Feinsten, Alter. Das gefreut mich. Das gefreut mich direkt. Jetzt muss ich gerade mal schnell da gucken.
Warum ist der da nicht hinterlegt? Was wollte ich sagen? Bis zwischendurch habe ich mal gucken. Aha. Ja, freut mich, wenn es euch gefällt. Ich habe gerade mal geschaut, wie es ausschaut bei den so like-mäßig. Jetzt springt meine Anzeige wieder umeinander. Naja, egal. Aber solange der Stream wenigstens flüssig läuft, ist ja alles Tutti Frutti in der Hutti, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wieder was lache ich eigentlich für Scheiße? Hoppala, Alter. Naja, egal. Na, auf jeden Fall, ich möchte es nochmal so zwischendurch eine erwähnen. Wenn es euch gefällt, was ihr seht, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, das Klickerl zum Aktivieren. Jetzt schauen wir mal. Machen wir das mal so, geht besser. Touch-Bedienung, was geht, was das die Touch-Bedienung? Wir sind im neuen AT und überwiegend berührungsempfindlichen Oberflächen gewichen. So regulieren sich zum Beispiel die optionale Klimatronic ganz einfach intuitiv über Tasten und Slider. Echt, oder? Das wäre doch immer besser. Hermann, ui, der hat sogar Hermann Cardon. Unlock 10 Lautsprecher, ein Subwoofer, Center Lautsprecher, 10 Kanal Entertain. Ethernet, Verstärker, Surround Sound. Ja. Läuft, 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 VW. Gut, muss aber fairerweise dazu sagen, ihr lasst es euch auch gescheit sein, gell? So ist es ja auch nicht. Ihr lasst es euch ja auch gescheit sein, gell? So ist es ja jetzt nur auch nicht. Also langsam können sie schon preislich mit anderen mithalten, was die so geht. Na, schauen wir mal. Dieser digitale Komfort ist natürlich momentan jetzt in dem Zeitalter. Schöne Musik, Musik, schöne Musik, schön verpackt. Es ist halt einfach. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Gut, Vollkost, weil du es gesagt hast, vorher nie. Vollkost nicht mehr konfigurieren, ne? Das ist wohl wahr. Aber. Man muss schon sagen, es ist doch. Ich hoffe, ihr hört es mir. Ja, nein, läuft, okay. Upsala. Upsala. Aber es ist viel ist nicht zum Konfigurieren beim Airline, also beim T-Rock, beim T-Rock, sag ich schon, beim Ateon. Aber wie gesagt, da haben wir halt als Airline auch ganz gut gefallen, der Ateon. Ja, da sind sie, mit dem sind sie momentan ganz weit vorn dabei. Ganz weit vorn dabei, so rum würde ich sagen. Da Theon, mit dem sind sie momentan wirklich so ganz weit. Kann man auch gut vorstellen, dass da noch was anderes rauskommt. Also ich muss einmal wieder abchecken, was die Kollegen so schreiben von Automotor und Sport und von Autobild. Weil da kriegst du, denke ich, über die zuverlässigen Informationen her. Also, wenn das etwas sieht von aus der Redaktion von Autobild oder Automotor und Sport. Grüße, meine Freunde. Tiguan Allspace. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Das ist ja der neue Ateon Shooting Brake. Alter, ist der lang geworden. Schauen wir mal, der ist noch länger. Aber ja, es müsste das aktuelle Flaggschiff sein vom VW. Ja, leck mich fett, ist der lang geworden. Ja, moin. Ateon Shooting Brake. Boah, leck mich fett, ey. Der ist ja gewiss nur mal 10 cm länger wie der in Anführungszeichen normale Ateon. Ja, leck mich am Mitzöckerli. Schauen wir mal, das machen wir jetzt mal gerade schnell. Ich hoffe, dass das jetzt genauso gut hier hat wie sonst. Das mal noch kurz auf Fazebook posten.
Na, aber sozusagen ist momentan ganz weit vorne mit dabei, auch mit dem Arteon. Wie gesagt, ich habe auch kein Problem, dass ich mal da nachfrage beim VW-Händler meines Vertrauens und mir vielleicht mal schlau mache. Manfred, hab ich dir. Schön, möchtest du dich auch an der Diskussion beteiligen? Weil momentan quatschen nur ich und der Michael allein. Was irgendwie schade ist, weil ich eigentlich ein bisschen eine regere Beteiligung erwartet hätte. Ja, kann ich mal machen. Also, wie gesagt, ich hab da der Shooting Break, Alter, der kommt mir irgendwie nur mal, wenn ich da hinter aussehe, kommt mir nur mal irgendwie so 10, 15 Zentimeter länger vor. Ja, wir diskutieren gerade, wie der Streamteacher sagt, mein erstes eigenes Auto, weil ich habe jetzt halt eins von der Mama, das ich nach dem Führerschein auch fahren kann. Ja, weil mir hat leider beim Führerschein, wie vielen anderen Fahranfängern in Deutschland, der Corona-Strich durch die Rechnung gemacht, leider, bis jetzt. Aber ich bin auf jeden Fall dran und es geht jetzt mal um die Vorauswahl. Was kann ich mir so vorstellen als mein erstes Auto? Was darf mir gefallen? Tralala, tralala. Und das möchte ich einfach mit euch ein bisschen betüdeln, bequatschen, mich mit euch drüber unterhalten, eure Meinungen einfangen und deswegen sitzen wir heute da. Schon seit einer knappen Dreiviertelstunde. Genau. Na, aber wirklich, also Jungs, jetzt mal so Real Talk, Alter, kommt es mir so vor, da ist der echt nur hinten raus als Shooting Break echt so um 10, 15 Zentimeter länger. Oder täuscht der einfach? Da täuscht das einfach ganz brutal, das kann natürlich auch sein. Aber das ist echt das Gefühl, der geht da hinten hecktechnisch echt nur so einen halben Meter weiter auseinander. Sieh mal. Naja. Wie gesagt, Kommentar schnell, gell, aber. Ja, das war eine der Sachen, was ich mir auch gut vorstellen könnte, was aber irgendwie. Schon, oder? Ja, na gut, aber hätte jetzt nicht. Ich bin mal gespannt. Also, mich würde es auch mal interessieren, wie der so geht. Und wär's klar. Also Golf wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt als GTI, weil den fährt ja mittlerweile so jeder Dritte in Bayern. So gefühlt jedenfalls. Was ich mir vorstellen kann, lieber Manfred, was auch vielleicht eventuell ernsthaft zum Diskutieren war, war Polo GTI. So, hier die Kiste, entweder, oder sagen wir so, ich kann mir einen Polo gut vorstellen, ist bloß die Frage, ob als Beats oder als GTI. Wobei ich sagen wir es, dass er mal als GTI natürlich schon narrisch gut gefallen hat, gell? Das ist ja so, weil es schaut halt einfach gut aus. Weil ich die Golf GTI, dann MK7R, ja gut, MK7R ist was, das sieht man noch eher selten, aber du, mittlerweile, du siehst eigentlich, ja, schon, der Meinung bin ich auch, finanzierbar muss es halt sein, gell, das ist dann wieder das andere, aber ich denke, du, wie gesagt, ich will mich jetzt dann nur mal am Vorab informieren, damit ich mal weiß, was ich für Möglichkeiten dass ich hätte. Wenn es dann soweit ist, weißt du schon. Deswegen, wie gesagt, deswegen sitzen wir ja heute alle miteinander da. Gaffen in das vierkere Kastlein und schmatzen. So. Und. Alter, heute läuft der Stream ja echt Zucker. Und das jetzt schon seit 45 Minuten. Waren die Leitung halt gerade alle so gut, weil. Wann die Leitung halt gerade allweil so gut war, das wäre halt. Nein, aber wie gesagt, ich schaue mich gerade parallel um. Ich werde bei Volkswagen auch definitiv ein paar Möglichkeiten mir was anschauen, was kann ich machen, tralala, tralala. Und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung. Das ist natürlich gerne hier die Farbe zahlt unter 10 Sekunden von 0 auf 100. Ich meine dafür, dass er ja, ein Kleinwagen ist. Und was wiegt er denn? Tonne oder eineinhalb? Ein Lupo GTI. Ha! Erst lachen, weil ein Lupo habe ich schon, aber nur einen ganz normalen, einen braven mit 49 PS aus Baujahr 99. Also ist meiner. Wir können uns auch mal anschauen, wenn mein
Kollege mir mal meine Kamera wieder zurückbringt, dann können wir uns einmal anschauen. Also nachfahren meinem Arm. Also ich habe mir jetzt entschieden, es soll ja VW werden, es soll ja da irgendwas mit GTI werden, aber halt kein Golf. Weil Golf GTI, das ist jeder dritte VW bei uns im Gai, ist gefühlt oder jeder zweite sogar, ist bei uns irgendwie entweder ein normaler GTI oder Clubsport oder ein Ding, habe ich auch schon gehend mal rumfahren sehen, ein MK7R. Mit Orblinger Nummer. Also, wie ist es mit sowas, kann ich mich aufreinden mit einem Polo GTI, wenn es finanzierbar ist. Wie gesagt, es geht immer darum, dass es finanzierbar ist. Ja, wie gesagt, noch gehört er meiner Mom und er ist auch nicht sonderlich gut beieinander, aber also optisch jetzt zumindest. Aber mei, gehen wir schon mal im Ohr. Mein Mann wird da nichts dagegen haben, die Nummern darf, weil die werden nicht dann zugehängt und fertig mit einem Hodern oder irgendwas, das nicht ist. Ja, ist ja auch so, Alter, ohne Schmarrn. Es ist irgendwie jeder zweite Kompaktwagen ist irgendwie Golf GTI. Und wie gesagt, der MK7R, der hier, alles. Was mich auch noch juckt hat, war irgendwann einmal vielleicht, wenn es irgendwann einmal passt, der alte 1er GTI. Aber ich finde diese Hot Hatch Dinger sind einfach geil. Da kannst du mir erzählen, was du magst, damals, wie der 1er, der 1er Golf GTI rausgekommen ist. Es war ja Porno, Alter. Das war das erste Hot Hatch Auto, das in Deutschland hier auf den Markt gekommen ist. Ich finde immer diese Hot Hatch sahen jetzt so, wie gesagt, der Polo GTI. Bra, Alter. Da komme ich in Schwärmen, weißt du? Ich sag's so, ich mag lieber ein Auto, das viel Leistung hat und klar ist, als wie irgend so ein dickes Schiff. Mit einziger Ausnahme der Theon. Weißt du, wo ich sage, ja, das gefällt mir. Weißt du, klar, giftig, viel Leistung im Verhältnis zum Gewicht. Weißt du schon? Weißt du, auf so einer steht der Bau. Schau mal, was gibt's da eigentlich? Da wird's ja auch wieder. Pah. Ich weiß nicht, auf so einem da haben wir wahrscheinlich sogar die Felgen auf dem GTI-Design. Jetzt schau mal. Hat schon, ich finde diese Leuchten. Da muss ich sagen, hat sich VW echt nicht lumpen lassen. Nein, also ich finde, sie haben sich schon. Nein, Manfred, du hast das jetzt nicht ganz richtig verstanden. Ich muss. Gut, kann man jetzt so, wie ich da rede, kann man sich auch locker falsch verstehen. Nein, Manfred, es geht ganz einfach darum, dass ich nicht weiß, wie lange der Lupo noch macht. Verstehst du? Es ist das Problem. So, jetzt wäre ich wahrscheinlich vielleicht noch 2 Jahre TÜV drauf kriegen und dann brauche ich ein neues Auto. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das jetzt still und leise in meinem kleinen Kammerl ausmache mit mir selber, was ich jetzt mache und was ich nicht mache, weißt du schon, habe mir gedacht, hucke ich mich mit euch hier, rede mit euch drüber, so, weißt du schon, so ist das gedacht. Also klar, als Voranfänger brauchst du keinen Kamm mit 200 PS. Völlig logisch, Manfred. Hoppala, jetzt macht wieder Opera auf, Alter. Upsala. Ist völlig klar, ne? Aber wie gesagt, es könnte mir eventuell passieren, dass ich in 2 Jahren keinen TÜV mehr kriege. Ja. Und weil man sowas halt nicht einfach innerhalb von 6 Wochen recherchiert, verstehst du, Manfred? Deswegen sitzen wir halt jetzt schon da und betüdeln das ein bisschen, verstehst du mich? Weil, wie gesagt, das dann aus, weil wenn ich wieder so lange warte. Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Schon, ich hatte halt ein Auto, was halt ein bisschen einen Durchzug hat, weil ich habe in Zukunft einmal vor, längere Strecken zum Fahren, so 200, 300 Kilometer plus, weißt du schon. Und dann soll jetzt halt was sein, was ein bisschen eine Leistung auch hat, dass du halt ein bisschen frei da hast, verstehst du? Das ist der ganze
Das ist der ganze Zauber bei der Sache. Und wie gesagt, das ist halt nicht in 6 Wochen zum Entscheiden, was macht man jetzt, sondern das ist halt ein Prozess, der geht halt ein wenig. Und wie gesagt, deswegen möchte ich das ein bisschen mit euch betüdeln, euch da ein bisschen mitnehmen. Dann, wenn der Führerschein geschafft ist, ich mal ein paar Test-Drives machen und tralala, tralala. Felix, André Lang, habe ich dir jetzt. Beteiligt sich noch eine dritte Person an der Diskussion, das freut mich richtig. Na, weißt schon, und so ist es halt einfach. Du musst halt schauen, dass du das gut überlegst und schaust, was kommt in Frage, was überhaupt definitiv gar nicht. Oh, warum kackt der jetzt ab? Warum? Na, bitte. Na, bitte jetzt nicht, Leute. Da passt es ja noch. Hä? Lol, Leute, was ist denn jetzt kaputt? Okay, fix. Jetzt noch 50 Minuten gibt es einen Geist auf, oder was? Verdammte Scheiße, was ist denn jetzt los? Ah, verdammt. Ich hab jetzt keinen Bock mehr zum Start. Bitte los, wieder geh, weil da im Programm läuft es doch noch. Ah. Ja, da läuft er doch sauber mit 2600 Kbit. Warum muss er jetzt da mit YouTube so rumspackeln? Ach nein, verdammt. Verflucht! Okay. Tut mir leid, dass es da so hängt. Ah, so eine Scheiße, Alter. Ich hoffe, ihr hört es mir überhaupt noch. Fuck, jetzt noch 50 Minuten oder was? Also noch knapp eine Stunde, meint er jetzt, er muss mich natzen oder wie? Oh. Schreibt's mal bitte ein, es wird wahrscheinlich elendiglich ruckeln, oder? Das kann gut sein, oder? Dann ist ja gut, Alter. Ja, solange sie mich noch hört. Hojere, Adolfus, Hipster. Ja, jetzt beteiligen sie endlich mal ein bisschen mehr Leute an der Diskussion. Läuft er noch? Na, da spinnt es bei mir ein bisschen, das mag schon sein. Bei mir sagt er nämlich schwache Videoausgabe an. Na, dann, wenn er bei euch noch flüssig läuft, dann passt es ja. Dann spackt er wahrscheinlich gerade bei mir, meinst du, das kannst du nämlich gut haben. Wenn es bei euch noch flüssig läuft, dann passt es ja. Dann passt es ja eh. Na, schauen wir mal weiter. Aber wie gesagt, ich finde diese Lichter sind einfach so geil. Schauen aus wie so Hawkeyes, Alter. Also wie so Falkenaugen. Das ist einfach geil. Ja, okay. Da kennst du. Burm und Manu, da kennst du mir doch erzählen, was du willst, aber das schaut doch geil aus, oder? Das schaut doch geil aus. Jetzt muss ich bloß einmal schnell selber schauen. Jetzt muss ich mir praktisch mal selber zuhören. Na, also da am Handy läuft es auch ordentlich. Na, passt. Was sagst du, Adolfus? Wie hoch das Budget ist fürs Auto? Also, wenn, dann wird es eh finanziert. Ja? Also, das ist schon mal eine Sache, die wo ich für mich beschlossen habe. Die wird finanziert, das wird sicherlich nicht auf alles auf einmal gehen. Aber so was in die GTI-Richtung soll ja hoffentlich dann, wie ich ausgelernt habe, drin sein. Ja. Hoff jetzt zumindest. Also wie gesagt,
wenn ich jetzt sage ich mal so eine Anzahlung von 8 bis 10.000 ist hoffentlich drin, wenn es ist, lassen wir was einfallen. Also, wenn man das deichseln kann mit dem Finanzieren, dass was wert. Aber schon bei Möglichkeiten, das ist ja das. Möglichkeiten gibt es ja mittlerweile so viel. Das ist ja die Schiene. Aber jetzt nochmal kurz, um auf das Licht zurück zum Thema. Die schauen doch wirklich aus wie so Hawkeyes. Ja, also, wie gesagt, so irgendwas GTI-mäßiges, aber halt kein Golf. Weil, wie gesagt, das ist ja traurig, dass mittlerweile irgendwie jetzt dritte, vierte Auto, jetzt zweite oder dritte Auto, was in Bayern so man anfährt, irgendein GTI ist, irgendein Golf. Aber was ich mir auch gut vorstellen könnte, und den schauen wir uns jetzt noch an, weil wir schmerzen jetzt da schon wieder eine Stunde. Okay. Aber jetzt schreibt es mir mal bitte ganz kurz ein, ob der Stream bei euch noch flüssig läuft, weil bei mir sagt er, YouTube empfängt nicht genügend Videodateien, um einen flüssigen Stream, um flüssiges Streaming ohne Zwischenspeicherung gewährleisten zu können. Aber anscheinend läuft es ja bei euch noch ganz bärig, so wie ich das sehe jetzt momentan. Ist er. Genau, T-Rock, also er. Die sind natürlich, das stimmt allerdings, geht flüssig. Ah, okay, dann passt's ja. Na, freut mich, wenn's flüssig. Na, dann ist ja gut, wenn's bei euch flüssig läuft. Weil, wie gesagt, da spinnt's bei mir umeinander. Ja, genau, also wie gesagt, so. Sowas als Airline, das ist auf jeden Fall gut vorstellbar. Der Money hat, wie viel Mutter ich weiß gar nicht. Na, aber es ist ja gut, wenn es bei euch flüssig läuft, dann passt es ja. Weil der hat gerade den einen, den Formation in 2 Liter mit OPF und DSG. Das wäre natürlich schon geil, ja. Kannst mir erzählen, was du magst. Jetzt schauen wir gerade mal, was für Farben es denn gibt. Ich glaube, das ist wieder dasselbe, Rot-Schwarz. Genau. Jetzt möchte ich mal, jetzt schreibt es mir ein, gefällt er euch so besser jetzt? So? Oder gefällt er euch so besser? Kostet ja gleich mal 711 € Aufpreis, die Lackierung. Oder gefällt er euch mit dem schwarzen Akzent ein wenig besser? Ich weiß nicht, ich. Hurra, Digga. 100 ist natürlich schon schick, da hat halt natürlich schon ordentlich Wumms mit 221 kW und 300 PS 7-Gang und mit einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Aber wie gefällt euch jetzt besser? So in Rot-Schwarz mit schwarzem Dach? Nur Rot, gell? Ah, ich glaube es auch, weil Schwarz, das versieht mich jetzt irgendwie voll. Genau so. Das ist ja das, da ist ja nur das Dachteil rot, schwarz. Das ist dann auch so eine Sache, ob es dann. Oder jetzt einfach mal, weil es mir juckt, wie reich ein Pure White gefällt. Das ist ein Nachteil an der Farbe, du siehst halt jede Scheiße, gell? Du siehst halt einfach jede Scheiße. Das ist das. Das ist das, du siehst jeden fucking Rotz. Das ist das Schlimme an so weiße Autos. Jetzt schauen wir schnell. Jetzt spinnt es wieder komplett. Aber wie gesagt, wenn es bei euch noch flüssig läuft, dann ist ja alles tutti. Zack, jetzt sind wieder gerade mehr Vierer da, aber das macht ja nichts. Kleine Runde. Rot mehr Streifen. Ja, das war der andere. Na, aber meinst du so oder wie mich? Gefällt er dir so besser? Ja, gut, das ist Geschmackssache, gell. Puh, weiß nicht, ob ich so damit rumfahren darf, ehrlich gesagt. Alter. Rot mit Streifen, also praktisch mit dem schwarzen. Ja, jetzt geht's wieder, jetzt ist wieder grün geworden. Passt, Alter, ich habe mir schon gedacht, hey, puh, Leitung hebt eh ganz gut her.
für das Alter des Hauses passt sie ganz gut. Weiß ist irgendwie blöd, die Farbe, jetzt hat mich gerade noch Jucke. Ja, ne, wenn dann in Rot, Flashrot. Da sitzen eh die Säulen schon, die farbigen Akzente von dem her. Kann ich mir auch gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen, Design und Lifestyle. So, dann schauen wir mal das Interieur, was da so gibt und was kostet vor allem. Titanschwarz. Na ja, gut, dann da die Airline-Bestickung im Heck drin. Ne? Gibt es bloß die zwei Optionen? Boah, 2200. Ja, das ist nicht einmal Michi. Das weiß ja jeder hat, aber weiß ist halt als sich dann nicht un. Weißt, weiß ist halt wirklich so eine richtig undankbare Farbe, was ein Drehgut geht, was ein Straßendrehgut geht. Verstehst du? Um das ist gegangen jetzt halt, weil ich meine, gut, weiß, ja, es muss schon sein, dass viele in weiß Auto, also weiße Autos fahren. Aber ich muss ja ehrlich sagen, weiß ist halt einfach eine undankbare Farbe, was sauber halt nur geht. Dass da hat der. Da hat der Manfred schon recht, du müsstest praktisch jeden Tag, jeden zweiten Tag, müsstest ein Auto putzen, ja? Also jeden zweiten Tag einmal mindestens. Weil Pure White einfach so undankbare Farbe ist. Also siehst halt jeden Trick, genau das ist die gleiche Gaudi auf Schwarz. Weiß Rallye Auto, genau. Weißt du? Und deswegen kann man da jetzt drüber streiten, ob es das braucht oder nicht. Ich werde mich auch da weiter mal für euch umhören, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich will gerade nochmal die Likes anschauen, weil ich konnte die City da leider nicht. Ja, freut mich, wenn es euch gefällt, Leute. Also wie gesagt, wem es taugt, was er sieht, der kann gerne ein Like da lassen, da hat mich wie venerisch gefreut. Und jetzt, was werden wir noch da, so eine halbe Stunde oder was, und dann ist Feierabend für heute. Weil wir werden mal dieses Format bestimmt auch die Tage mal fortsetzen. Ob unter der Woche was zusammengeht, das weiß ich noch nicht genau. Aber, naja, jetzt schauen wir mal auf jeden Fall. Also interieurmäßig, da schaut es jetzt, ja, schwarz und schwarz eigentlich. Was haben wir für Verhänger? Ich weiß nicht, jetzt schauen wir mal, da können wir jetzt diskutieren. So Spielberg, Leichtmetallräder oder Petro Pretoria, Gott sei Dank. Kostet nicht eigentlich 800 Euro. Boah. Kostet nicht eigentlich 800 Tacken auf Preise, Alter. Leck mich fett. Aber ich weiß nicht, schwarz mich? Ja. Sollen wir uns mit dem auch noch auseinandersetzen? Habt Bock, dass wir vielleicht im nächsten Livestream mal so ein bisschen die Lieferung. Ja, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Die ist eine gute Idee, Manfred. Was wollte ich denn sagen? Aber wenn ihr Bock habt, das können wir ja machen. Ich mehr zwar unbedingt einen Volkswagen, aber wenn mich was anderes überzeugt, kann es ja auch was anderes werden. Wir können uns ja im nächsten Stream. Das nehmen wir mal, glaube ich, als Schreiber mal. Gut, warte mal, das muss man gerade aufschreiben, weil sonst vergiss es wieder. Weißt du, alter Mo, KD-Zug, gibt's da mal schauen, wo ich den meinen Block wieder. Ah, da ist er. Also, nächsten Stream schauen wir uns das Angebot von Seat an, oder wie? Passt. Wenn es euch natürlich interessiert, ist ja nichts dabei, ja. Das können wir ja locker easy machen. Ich will gerade mal schnell da hergaffen. Ja, läuft ganz geschmeidig mit 2600 gehabt mit ein bisschen was, ja, also was heißt mit ein bisschen was, der läuft mit 2600 gehabt die Sekunden, ist, Alter, deutsche Sprache, schwere Sprache, ist der Ofen jetzt zufrieden, so wollte ich sagen, so, gut, gut, notieren wir mal.
Also, nächster Stream. Keller, also ich bin ja da ganz offen, wie gesagt, deswegen habe ich ja vorher gesagt, weil der Peter, nein, nicht der Peter, sag ich, Peter, sag ich schon. Dann wird der Manfred gesagt, ja, mit 18 braucht man kein so starkes Auto, das ist völlig klar. Aber jetzt siehst du mal, warum ich vorher gesagt habe, dass das so ein Prozess ist, der einfach ein wenig braucht. Weil, wie gesagt, das entscheidest du nicht von heute auf morgen. Und so, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich vorher gemeint habe, weißt du, jetzt schauen wir, sagst du mal, du warst sehr zu einem Petto, oder was die Gaudi geht. Vielleicht wäre es ja auch aber wie, I don't know. Es kommt dann auf. 300 PS oder ja? Das war doch, das ist ja neben sonst der stärkste Crossover-SUV. Also, jetzt könnt ihr mir noch einen Chat einschreiben, vielleicht. Dazu ist wieder nur der Mio am Start. Ich weiß nicht, ob sich der Manfred ausgeklinkt hat irgendwie. Oder, kann, oder nicht, gar nicht mehr da ist. Ich kann leider die Zuschauer nicht schauen, wie alles da ist. Ja, das ist es. Aber den fast mit schwarzen Fingern eigentlich. Da kommst du eigentlich gar nicht groß aus. Nein, hab's da jetzt einmal verdrückt. Was auch noch eine Sache wäre. Also sehr. Ich meine, ich bin da für alles offen, wir können uns auch mich auch ein paar anschauen, gell, so ist es nicht. Muss man das bloß nebenbei so ein bisschen notieren. Ja, also das ist ja nicht umsonst der stärkste Crossover-SUV, der in Deutschland schon, gell. Schauen schon was gleich, aber schauen schon was gleich, die Schwarzen auf alle Fälle. Ja, ich hätte auch überlegt, ob. Oh Gott, ich gucke da schon bloß extra. Oh, Entschuldigung, leider, ich bin schon ein bisschen agniert. Aber das passt schon. Schauen wir gerade nicht, wer auf Insta geschrieben hat. Ah, es ist schon, sie haben schon was. Jetzt pass auf, was wollte man jetzt, irgendwas wollte ich jetzt nur schauen. Ist das Sportsvan? Weil die Frage ist einfach, schauen wir es uns einfach mal an, Alter. Golf Sportsvan United. Jetzt werden wir, jetzt schauen wir einfach mal, weil es soll, eventuell war natürlich auch was gut, wo du hinter ein bisschen Platz hast, weißt du schon? Ja gut, das hast du momentan überall mit der Mehrwertsteuer. VW hat sich da nicht lumpen lassen. Also, die sind die letzten Jahre echt, was hier so geht, also richtig geschmacklich eingestiegen, Alter. Man kann es sagen, hast nichts. Ach, übrigens, by the way, das habe ich ganz am Anfang vergessen zum Song. Das Video, was eigentlich vorher noch gekommen soll, in dem ich eigentlich auf Justins neuen Lamborghini, sag ich schon, wo ich eigentlich auf Justins neuen McLaren reagiert habe, wo ich reagieren wollte, das lasst ihr leider nicht hochladen. Das heißt, ich muss das by the way auch nochmal neu machen. Ja, die Frage ist halt, jetzt Michi, weißt du, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, gell? Ist die Frage, ja, ne, erstens ist er nicht schier, das ist richtig, Manfred, das ist vollkommen richtig, schier ist er wirklich nicht, und die Frage ist halt, legt man sich nicht was zu, wo du ein bisschen Platz hast, weißt du, also, du hast beim Dings und Herplatz, beim Polo GTI und beim T-Roc, opa, mein T-Roc Airline, um Gottes Willen, aber das ist halt schon, weißt du, da ist ein kleiner mehr Platz. Das darfst du auch nicht übersehen, da ist halt einfach, schauen wir uns mal einfach, kaufen wir mal das Interieur. Man, freilich, ja, ist jetzt nichts Besonderes, hat auch nicht den mega Bums, was wir dann haben, ich glaube 100, 150 oder 200 PS, nein, 200 PS oder nicht, aber so 150 oder was er hat. Was gut, ich weiß gar nicht, was VW aus dem Sportsvan so rauskitzelt eigentlich. Das weiß ich gar nicht. Da können wir mal schauen, da kommt der mal beim Dings theoretisch nachfragen. Beim VW-Händler meines Vertrauens. Was er da so sagt. Was man hat, aber zu wenig Platz im Auto. Egal. Soll wahrscheinlich egal heißen. Ja, ich soll. Achso, so meinst du. Ja. Freilich, es ist immer. Nein,
also die, weißt, das ist halt dann immer so. Ja, wenn du natürlich viel Platz brauchst, dann kaufst du dann meinetwegen einen T5 oder was, das ist schon klar. Das ist schon klar, ja. Aber ich meine, so für den Alltag soll ich da halt schon so einen, sag ich mal, einen 200-Liter-Kofferraum haben oder so. Ich weiß gar nicht, was der jetzt hat. Sondermodell-Feature. Es lassen Herz und Hirn schlagen, die Leichtmetallräder Dublin. Schaut natürlich auch geil aus, aber da wird es wahrscheinlich Anitit. United. Ja, gut, das ist jetzt, weiß ich nicht. Aber ich bin eh, ich muss jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ach, da ist gar nicht mal so unrecht, Manfred. Ja, der Vergleich, der war jetzt on point, Alter. Na, T4. Ja, also gut, Bus haben wir jetzt ein Korn vor, also noch nicht. Vielleicht auch noch mal in ein paar Jahren, aber momentan steht jetzt ein Bus nicht zur Debatte, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir mal, was haben wir noch nicht gehabt? Golf, glaube ich, aber der T-Cross. Das ist jetzt die Frage, gell? Da hast du halt. Ja. Schauen wir nochmal. Ich möchte mir jetzt einfach mal den E-Golf anschauen. Einfach mal über. Ich muss ja jetzt mal ehrlich einschmeißen, ich bin ja fasziniert. Ja, das stimmt. Die lässt. Also da zahlst du mittlerweile auch wie ein Schmied. Wenn es dann. Ja. Also, Burm, da habt ihr definitiv recht. Das ist, da zahlst du mittlerweile auch wie ein Schmied. VW-Bus. Für einen VW-Bus, ja. Na, die da brauchen wir nicht debattieren, Alter. Die kosten echt ein Schweinegeld. Mittlerweile. Da, ein Dings hätte man mal anschauen wollen. Ein California Ocean Campingbus. Ja, T1, die da zahlst du nur viel weniger. Da kommst du, wenn du so vergleichst, so ein T1 und ein California Ocean. Der kostet die 100, kostet rund 100.000 weniger. Ja, da bist du mit dem, ich weiß, das ist ein saublöder Vergleich, aber es ist so. Da bist du mit einem California Ocean echt günstig dran, Alter, mit 60 im Vergleich zum VW-Bus, zum T1, der kostet gleich mal Batz. Aber schön sind sie, ja, definitiv. Also T1. Ja, also, Jungs, bevor ich es vergiss zum Sagen, ne, also ich bin ja fasziniert, dass wir mir über eine Stunde über VW debattieren können. Also ich finde das total bärig, Alter. Dass ich jetzt mit euch wirklich ohne Schmarrn da schon ja, eine Stunde umeinander sitze. Wir debattieren über VW und also ich finde das geil. Bin mal gespannt, wie es bei sie jetzt so geht, Alter. Ohne Schmarrn, das ist taugt mir voll gut. Ich hätte nicht gemeint, dass wir eine Stunde da überhaupt füllen können. Muss ich ehrlich zugeben. Aber umso mehr freut es mich, dass das was wird. Aber jetzt schauen wir mal, weil das einzige Thema E-Autos, das einzige, was mich stört, dass die teilweise die Angaben, die der Hersteller macht, weißt du, dass die teilweise mit der Realität einfach nichts am Hut haben, wenn ich mal. Ja, da, Buh, da müsstest du jetzt irgendwie ein Millionär werden oder was, weil die werden die nächsten 5 Jahre gewiss nicht billiger. Also irgendwann knacken wir mal die 300.000 für einen guten erhalten, mit Sicherheit. Na, was ich sagen wollte, das Blöde ist einfach, weil die E-Autos, die Hersteller, die geben da meinetwegen 400 Kilometer. Ja, unter Prüfstandbedingungen vielleicht, aber das kommt ja draußen auf die Einflüsse, ja, Temperatur. Straßenverhältnisse, tralala, tralala, das ist guter Hersteller. Na, um Gottes Willen, ich habe es ja vorher auch schon mal angeschnitten. Wenn, dann ein Hybrid, weißt du schon, wo ich weiß, da kann ich mich auf einen Verbrenner verlassen, wenn Batterie leer ist. 2-2 Turbo, ja, das ist auch geil. My favorite oder eins meiner Favorites von BMW ist der 3.0 CSL, also das 3 Liter Sport Coupé. Das wäre da Sache, Alter, wo ich gleich sagen würde, Alter, leck mir am Arsch, das, wenn ich das Geld dazu hätte.
Aber wie gesagt, jetzt schweife ich wieder vom Thema ab, ist fuck, Alter. Na, was ich sagen wollte, wie du sagst, Manfred, keine Einsicht, was der Manfred gesagt hat, ja, genau. Wenn dann ein Hybrid, wo ich weiß, da ist ein Verbrennungsmotor da, wenn der Akku leer ist, auf alle Fälle. Aber wie du sagst, reins E-Auto, also ich sage mal, wenn ich jetzt gerade durch Rosenheim, also wenn ich jetzt in der Stadt wohne, da zu Rosenheim, und ich darf nur in der Stadt umeinander gucken, gut, dann weiß ich wieder was anderes. Weißt schon? Aber wie gesagt, ich habe in Zukunft vor, längere Strecken zu reisen, ja, so 200, 300 Kilometer und mehr. Und da wärst du mit einem reinen Elektroauto nicht froh. Sie mögen zwar mittlerweile einen guten Antrieb haben, gell? Das braucht man gar nicht reden. Die Hochvolttechnik ist schon was Geiles, gell? Also die Hochvolttechnik, die ist schon was Geiles. Aber wie gesagt, da wo wenn uns im Kfz-Gewerbe halt die Fachleute ausgehen für Kraftfahrzeuge in der Fachrichtung, wie heißt es? Fahrzeug und Elektro- und Hochvolttechnik, glaube ich, heißt die Fachrichtung im Kfz-Handwerk. Also wenn es halt besser weißt, kannst du es mal reinschreiben. Auf jeden Fall irgendwas mit Hochvolttechnik. Und wenn es halt dafür die Fachkräfte ausgehen, bringt uns die E-Mobilität halt leider keinen Meter weiter. Verstehst du? Da liegt nämlich der Hund begraben. Das Lässige an die E-Autos ist, dass die sich, wenn es rollen oder bremsen, wieder ein bisschen selber aufladen. Ja, Rekuperation ist was Geiles. Braucht man gar nicht drüber reden. Ja, also das Rekuperationsprinzip. Nur, was tust du denn? So viel, wie es brauchst, damit es halbwegs Sinn macht. So viel kann das Rekuperationssystem gar nicht zurückspeisen. Du brauchst, wenn dann, so wie das Bremsenergie-Rückgewinnungssystem, Kers aus der Formel 1, das wirklich bei jedem Mal Bremsen wirklich einen Schub Energie wieder zurückschickt an die Batterie, Manfred, weil es gibt einfach nur zu wenig Ladestellen für E-Autos. Das ist das nächste, ja. Die Rekuperationssysteme, die könnten meiner Meinung nach noch ein bisschen besser sein. Weißt du, so wie das Bremsenergie-Rückgewinnungssystem KERS, was sie in der Formel 1 haben. Ja? Und das halt ummünzen irgendwie auf die E-Mobilität. Weil über kurz oder lang werden wir keine E-Autos mehr fahren, sondern Wasserstoffautos. Mit einer Wasserstoffzelle. Wobei man dann sagen muss, da ist ja das eigentlich das gleich Gefährliche wie mit den E-Autos. Was tust du jetzt, wenn ein E- oder ein Wasserstoffauto einen Unfall hat? Gell? Das ist ja dann das Nächste, weil die Feuerwehr, das hast du ja jetzt gesehen, da hat es vor einer Woche, nein, halt, vor 14 Tagen, 3 Wochen hat es einen schweren Unfall gegeben in, wo ist Niedersachsen? Auf jeden Fall irgendwo bei unseren Nachbarn im Westen drüben, Niedersachsen oder was, NRW? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat es in Deutschland vor kurzem einen Unfall gegeben, da ist eine Frau mit einem E-Auto von der Fahrbahn abgekommen. Das E-Auto ist in Flammen aufgegangen und die junge Frau ist bei lebendigem Leib im Auto verbrennt. Ja. Ja, na, weißt du, Michi, das Problem ist, ja, ist aber auch wieder. Ja, Wasserstoff, nein, das Problem ist das. Das Problem ist das, was tust du denn jetzt? Dann musst du ja im selben Moment, wenn du das. Ja, das wird ein bisschen dauern. Das dauert normal. Aber ich, du, weißt du was, Marie? Ich verlinke dir nachher in der Story bei mir auf Insta. Da folgst du bestimmt. Wasserstoff finde ich aber. Manfred. Manfred, sage ich. Michi. Nein, warte, der Manfred. Wasserstoff, ja, über kurz oder lang wird er die E-Mobilität auf jeden Fall ablösen. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber schmatzen. Wenn die Hersteller nicht irgendwas Entscheidendes drum ändern, dann wird es mit der Wasserstoffmobilität. Alter, leck mich fett. Ja, aber da hast du ja wie. Ja, dann wird das Autofahren wahrscheinlich das teuerste Hobby, das ein Mensch haben kann. Ja, ich komme dann gleich. Ich mache jetzt dann noch fertig. Ich werde jetzt da noch so 10 Minuten oder so oder 5 Viertelstunde und dann gehe ich vielleicht noch auf Instagram live. Was wollte ich sagen? Tschüdelü und Schubidu. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Brupp. Brupp. Nein, das Ding ist einfach das, du musst ja unsere Feuerwehren dann auch drauf schulen. Ja? Weil ein E-Auto oder ein Wasserstoffauto brennt, ist ja wieder eine ganz andere Nummer, als wenn ein Verbrenner brennt. Aber beim Verbrenner wissen sie ja, wo sie hingelangen müssen, da ist nichts feit, verstehst? Und, aber so wie bei den E-Autos, du musst die Batterien runterkühlen, dass die nicht um die Ohren fliegen.
Weil wenn er so ein Hochvolt-Lithium-Ionen-Akku, der einmal mit Sicherheit 200-300 Kilo wiegt, wenn er so ein Ding um die Ohren fliegt, beim Löscheinsatz, da gibt es gleich mal ein paar Tote. Weißt schon, deswegen muss man halt unsere Feuerwehren auch darauf schulen, dass wenn die Elektro- und Wasserstoffmobilität bei uns einfach zunimmt, verstehst du mich? Da liegt einfach der Hund begraben. Ja, aber schauen wir mal weiter. Ich möchte mal wissen, was VW Reichweite angibt für das Ding. Maximal. Haben wir schon wieder, warte mal. Da, 233 Kilometer. Ja, es ist ja das schon wieder extra Klasse Physik, Alter. Dass du da irgendwas geschissen kriegst. Also du müsstest die Feuerwehr noch viel, viel, viel besser schulen. Aber um mal kurz für die Reichweite zu reden, ja, das was da steht, die ist da, diese 200. Hoppala. Nein, lass die halt markieren. Da diese 233 Kilometer. Ja, das kriegst du vielleicht unter Prüfstandsbedingungen zusammen. Aber wie gesagt, wie weit du in echt kommst, also in Real Life, das ist einmal ganz klar davon abhängig. Wetter. Dann das Wichtigste, die Temperaturen. Weil im Winter mit einem E-Auto zum Fahren, da schrumpft die Reichweite halt gleich mal enorm zusammen. Da komme ja mein Mofa fast so weit. Ja, pff, weißt du, das ist ja das Absurde. Sie wäre mal bei Elektromobilität. Elektromobilität ist gut und schön. Im VW ist da auch in der Vorreiterrolle, meiner Meinung nach, mit ID. Mit ID Drive, also mit ID Free und der ganzen Gaudi. Okay, da möchte ich jetzt auch nochmal kurz drauf eingehen, weil ich jetzt dann bald Feierabend mache, weil ich mal wieder aufstehen muss. Aber hier, ID. Wo ist er denn? Modell und Konfigurator, da werde der ID ja dabei sein, ja genau. Ja, ich möchte nochmal eingehen auf diese ID-Modelle. Mit denen ID ist VW. Nein, das ist ja nicht gut, weil du tust die Akkus kaum fallen. Da haben wir dann schon wieder das nächste bei den E-Autos. Du musst bei Frühhersteller kannst du den Akku nicht kaufen, du musst ihn mieten. Ja? Der Vorteil ist, wenn du beim E-Auto einen Akku mietest und monatlich zahlst und dir geht der Akku KO, dann kriegst du vom Hersteller nein. Das ist halt, wenn du jetzt ein Auto selber kaufst, also beziehungsweise wenn du einen Hersteller hast, wo du die Batterie kaufen kannst und nicht mieten musst, dann hast du das Problem, du zahlst halt selber für neue. Weißt du schon? Die sind ganz schön, aber der Hersteller wissen ja auch noch nicht, wie man die gescheit löschen kann oder kümmern. Die Feuerwehrler auch nicht geschult werden. Ja, du, Manfred, das ist jetzt auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also, ihr sprecht es mir gerade aus der Seele, das ist unfassbar. Nein, habt ihr ja recht. Das ist ja das, warum ich. Momentan ja. Entweder für einen guten alten Verbrenner oder für einen Elektro. Für einen Elektro, für einen Wasserstoff. Also, ganz deppert. Also entweder Verbrenner oder Wasserstoff, weil Wasserstoff ist also ein Wasserstoffauto oder Erdgasauto, ist man an so einen Tag immer kaufen, muss ich sagen. Also, beziehungsweise mal für ein halbes Jahr mieten, also für mal mieten irgendwo zum Ausprobieren. Weil so, ich weiß nicht, ob man jetzt halt einfach blind eins kaufen darf. Ist klar, mir. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Hey, wir schmatzen jetzt ernsthaft 1,5 Stunden, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Brutal. Brutal, brutal. Jetzt mal bloß mal schauen, ob das da noch alles rund läuft. Oh, super. 2600 hat sich jetzt eingependelt bei 2600 Kbit in der Sekunde. Passt da gerade. So. Na, auf alle Fälle. Ja, mit Heizöl fahren. War schön, wenn das legal war, aber das ist Steuerbetrug. Das ist leider Steuerbetrug. Weil manchmal war es echt praktisch, wenn du einfach beim Heizöltank hingehst. Zapfpippen, wenn mir ein Österreich sind, einfach reinhebst. Weißt du, ich bin schon auf den nächsten Stream gespannt. Vielleicht mal am Dienstag, weil ich habe am Mittwoch frei, das war ich aber noch nicht. Oh, mal schauen, da wird schon was zusammengehen. Auf jeden Fall,
Ich muss, also jetzt muss ich auch mal ganz kurz vielen, vielen Dank sagen, dass euch zwei jetzt so beteiligt hat. Und die anderen auch, gell? Also es muss jetzt nicht jeder schreiben, ihr könnt uns auch zuhören, das war überhaupt kein Thema. Aber danke Leute, also Michi und Manfred, dass wir mir jetzt da wirklich eine Stunde hockern, miteinander schmerzen, diskutieren. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte nicht einmal gemeint, dass wir eine Stunde vollbringen. Ich hätte gemeint, so eine Dreiviertelstunde und dann ist Feierabend. Aber jetzt sitzen wir da echt schon 1,5 Stunden, da legt mich fett. Brutal, ey. Das ist jetzt der Wahnsinn. Bin mal gespannt, das wird bei Seat wahrscheinlich nicht, wenn wir uns über Seat unterhalten, wahrscheinlich nicht anders ausschauen. Wir kennen uns auch jetzt in der Vorauswahl, dann wird es halt ein Mehrteiler. Dann wird es halt ein Mehrteiler, wir werden ja dann sehen, wie viele Teile das wir zusammenbringen. Werden wahrscheinlich echt ein bisschen mehrere werden, aber naja. Dann gibt es halt nächstes Mal mein erstes Auto Folge, mein erstes eigenes Auto Folge 1, die Vorauswahl Teil 2. Schauen wir mal, das wird wahrscheinlich ein ordentlicher Mehrteiler werden. I don't know, wir werden es ja sehen, wie sich das Projekt so im Laufe der Zeit entwickelt. Also, es wird eine Sache sein, die wir regelmäßig durchziehen, also so ein bis zweimal in der Woche. Denke mal, wenn es mich grob freut und ich nur Themen zusammenbringe, machen wir es auch dreimal in der Woche. Also, da müsst ihr mir aber dann schon gute Ideen liefern, Leute. Das wird lässig, ja, ich glaube es auch. Audi, ja, also ich hätte jetzt auch kein Problem, mir einen e-tron zum kaufen, muss ich ehrlich sagen. Also, Audi e-tron, ein Q7 e-tron, ist halt Hybrid, gell. Das ist ja mir ganz wichtig. Der DJ Baldi, ja, grüezi. Nach 1,5 Stunden kommst du eigentlich. Gefreut mich, dass du da bist. Audi, na, also ich zögere auch nicht. Ich darf auch nicht zögern, mir einen zum Kaufen. Also, wenn es finanziert, wie gesagt, immer unter dem Gesichtspunkt, es muss finanzierbar sein. Ganz klar. Ja, aber ich, da hätte ich auch kein Problem damit, wenn ich mir das mit den Konditionen nach der Ausbildung zum Verkäufer leisten kann. Und ich das mit der Versicherung auch alles passt. Ja, du, warum denn auch nicht? Ja, Andi. Ja, jetzt gleich ein RS2 Avant. Um Gottes Willen, das ist ein schönes Auto. Ja, braucht man nicht drüber reden. Geht ein bisschen was rein. Hat ein bisschen was Platz, kannst du damit zum Bäcker fahren. Genau das gleiche mit dem RS4 Avant. Hast du auch Kofferraum? Genug. Eigentlich Urquattro. Ja, die waren halt nicht so satt. Leider. Nein, aber wir reden jetzt schon vom Daily Car, weil damit du wirklich jeden Tag unterwegs bist. Und wie gesagt, ich hätte da überhaupt keine Hemmungen, mir ein Audi zum kaufen. Auch wenn dann wahrscheinlich viele aus der Community um einen Anprüfer, ja, auf, na, Dieselskandal, bist du deppert, und lauter so ein Schmarrn. Ist mir alles bewusst, aber ich hätte da trotzdem keine Hemmungen, mir zum kaufen. Und wie gesagt, so ein A7, ein Q7 e-tron oder irgendwas. Leider, wir schweifen gerade so vom Thema ab, fällt mir auf, aber wenn es eigentlich lieber ich wäre jetzt einfach mal. Warte kurz. Warte mal. Wäre ich jetzt da einfach irgendein schönes Beutel eingespaxen in den Hintergrund und dann schmerzt mir ein bisschen. Warte mal. Kann man da eigentlich auf Home gehen, wenn man zurückklickt? Ja, genau. Spaxe ich das Beutel vom ID rein und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen. Ja, leasen habe ich auch nicht vorgehabt. Also, wenn dann schon finanzieren, weißt du schon. Wie gesagt, muss ich halt einmal peilen, meinetwegen beim Rosenstädter dann Traunstall, wie die Konditionen wären für einen frisch ausgelernten Verkäufer. Sage ich jetzt einfach mal so. Und dann, wie gesagt, schauen wir. Ja, gut, Citroën, können wir machen. Meinst du jetzt beim Finanzieren, oder? Kommt aber ganz auf die Angebote drauf. Eine Anzahlung musst du eigentlich überall machen. Das ist das. Da bin ich am Überlegen, ob ich da nicht, weißt du, bei der Bank einen Kredit, einen Fahrzeugkredit aufnehme und das dann bei meiner Bank abzahle. Verstehst du, wie ich meine? Aber das sieht man ja dann alles. Das sieht man ja dann alles, ne? Da muss ich dann mal schauen, wie das dann so laufen soll.
wenn es soweit ist. Aber, oh Mann, ich glaube, die Vorauswahl, das wird so ein fetter Mehrteiler. Irgendwann schneide ich uns dann einmal, oder irgendwann machen wir das dann einmal, dass wir so eine Zusammenstellung machen, Alter. Aber bis dahin wäre es noch ein weiter Weg. Und ja, Andy, mich um deine Frage immer zu beantworten, ich glaube, das wäre eine lässige Sache, lässiges Community-Projekt. Normal sind es eh ober weniger, weniger günstiger als im Internet steht. Ja, das ist ja was anderes. Ne, das kommt ja nur dazu. Das hast du. Mein Traumauto ist ein 992. Und dann mal da schnell zusammen. Jetzt mal das mal ganz kurz runter minimieren. Leider nicht, ich bin gleich wieder da. Schauen wir, ob das so hier hat, wenn man es fürchte. Ich habe nicht einmal mitgekriegt, dass eine Anfrage reingekommen war über Discord, aber I don't know. So, also, na, auf alle Fälle. Ja, mein Traumauto ist ein 992 GT2 RS. Ein Clubsport aus 2017, aber wir reden ja jetzt über mein erstes eigenes Auto, deswegen klammere ich das momentan so ein bisschen aus. Radiger wie Discord. Ich habe sogar einen eigenen Kabel-Discord-Server. Ich kann euch mal den Link einschicken, warte mal. Ja, installieren wir den Updates, genau. Brav. Was sieht man nicht? Ja, was sieht man nicht? Ja, Discord. Danke. Ah, da. Hallo? Hallo, na? Hallo? Jetzt muss ich mal. Jetzt Hallo? müssen wir noch mal da kurz spielen, was zum Beispiel. Hallo? Modus aktiviert, ja. Ja, servus. Mein Account. Na, was ist denn? Sprache und Video. Test, Test. Schau mal, ob das jetzt so spontan funktioniert, aber wahrscheinlich nicht. Fürchte jetzt mal. Hallo? Verdammt mich. Also, das zeige ich in einem anderen Streamer mal her, ja? Ah, das funktioniert natürlich wieder nicht. Ah, greiz mal, ihr Fitz. Jetzt muss ich nächstes Mal vor dem Stream, Alter. Tut mir leid, hast das funzt mal wieder nicht. Kannst du mir mal deinen Namen über Insta schicken? Ich kann nachher. Ah, ich werde euch das dann nochmal reinknattern, ja. Discord. Auf Discord gibst du einfach ein, warte mal. Warte mal, ich schau mal schnell, ob ich die mit einem Link zu meinem Server einladen kann. Oh, normal sollte das ja eigentlich gehen. Normal sollte das ja eigentlich gehen, dass ich die mit einem Link zu meinem Server einlade. So, jetzt gehen wir mal kurz auf meinen Server. Kann ich ja Einladung generieren, da gehen wir jetzt mehr raus. Ah, Tschüdelü und Schubidu. Genau, Leute einladen. So, Einladungslink bearbeiten. Nie. Kein Limit. Neuen Link regenerieren. Kopieren. So, jetzt machen wir das da wieder klar. So. Ja, was? Macht nichts. Warte mal. Ja, das ist der Discord-Link. Hoppala. So. Ich hoffe, yes, geht. Da können jetzt alle, die Bock haben, auf meinen Discord-Server joinen einfach. Aber wie gesagt, mein Traumauto, das zeige ich euch anders mal.
Ich werde jetzt ja leck mich fett, oder? Das ist wieder spät. Lol, jetzt ist gleich 10. Also wie gesagt, ich bin von euch so fasziniert des Todes, Alter, dass wir jetzt echt eine Stunde vollbracht, über Stunde vollbracht haben, nur über VW zum Schmerzen, Alter. Aber jetzt könnt ihr mal schauen, ob ihr joinen könnt auf meinem Server. Vielleicht wird die Community dann wachsen. Schauen wir mal, sehen wir schon. Weil auf Discord seid ihr ja immer up to date. Ich werde es in Zukunft einfach auf Discord eine posteln, wenn es wieder soweit ist. Auf Discord, auf Instagram seid ihr immer up. Dann ist die Community auf Insta up to date, die Community auf Discord. Und da kostet jetzt mal eine Huppen. Gehst du mal über den Computer auf den Livestream, klickst den Link und dann hoppst du einfach rein. Ich bin froh, dass ich diese Link-Blocken-Ding ausgemacht habe damals. Na, aber wie gesagt, nur noch mal so kurz zum Thema. Also wie gesagt, so 2 bis 3 Mal in der Woche werden wir so einen Stream starten. Nachdem es ja bei euch eigentlich ganz gut rücken, wie mir scheint. Bei euch kommt es ja anscheinend ganz gut. Ja, wenn es ist, dann schicke ich dir den Link noch mal. Musst mal halt dann sagen. Ja, passt. Wie gesagt, scheint euch ja ganz gut zusammen gefallen. Dann hab ich mal wieder das richtige Riecherle bewiesen, da ich sagen. Michi, ich schicke dann später nochmal um mich auf Instagram. Ja, by the way, übrigens, wer immer up to date bleiben möchte, Jenny Fotos oder möchte, Tritra, da schaut einfach mal unten in die Beschreibung. Ich habe meine Facebook-Seite und mein Ding verlinkt. Und ja, na, auf jeden Fall, was haben wir zuerst geschmatzt? Ja, passt mich, alles locker auf dem Mocker. Na, wie gesagt, da können die Leute alle auf meinen Server joinen. Das ist überhaupt kein Problem. Discord kann man sich ja kostenlos registrieren, ist eine super Sache. Weil Teamspeak kostet halt leider ein bisschen Apps. Ich esse dann erstmal eine Rauche, wenn wir da fertig sind. Dann muss ich nämlich noch schauen, wie ich morgen in die Arbeit komme, weil bei uns ist leider Schienenersatzverkehr. Naja. Na, also ihr könnt ja gerne noch was reinschreiben. Ich bin ja fasziniert, der Stream läuft so flüssig, Alter. Das ist einfach geiler Scheiß. Ja, gut. Also ich muss sagen, also ich bin ja fasziniert, Alter. Ohne Schmarrn. Ich glaube, da habe ich wieder das richtige Riecherle bewiesen, Alter. Weil, wie gesagt, ich habe das ja schon mal gemacht. Jetzt habe ich den Kanal fast 4 Jahre. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich das schon mal gemacht, so live, so Talk-Gedönse. Hab ich tatsächlich schon mal gehabt, ja. Ja, damals hat der Kanal aber erst 100 Abonnenten gehabt oder 110. Irgend so etwas, ja, irgend sowas war es. Und heute, jetzt wo die Community größer wird, das ist natürlich bärig zum sehen, dass das immer noch so gut ankommt wie vor knapp 2 Jahren, wo ich das schon mal gestartet habe, die ganze Gaudi. Eine Stunde 38 und 45 Sekunden, Leute, läuft. Ohne Scheiß, ihr seid der Burner. Was, irgendwas heißt, ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, aber jetzt habe ich es vergessen. Dann war es wohl nicht wichtig. Dann war es wohl nicht wichtig. Ist jetzt schon wieder vergessen, wie ich Trottel. Naja, wurscht. Aber wie gesagt, könnt ihr noch ein bisschen Fragen stellen. Ich werde jetzt dann aber so in. Ja, vielleicht machen wir die. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir die 2 Stunden noch fix voll. Ich glaube, 2 Stunden ist ja eine gute Zeit, weil alles, was über 2 Stunden ausgeht, oder, da meine ich, werden wir nicht lange, also was heißt nicht lange, da werden wir ja keine Freude haben, fürchte ich. Schauen wir gerade schnell. Jo. Na. Aber wie gesagt, knattert ruhig noch mal was raus, so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe euch jetzt einfach mal so als Entspannungsbeutel da den Hintergrund eingespackst. Ich bin ja fasziniert, also was wir ja teilweise auch Zuschauerspitzen haben, Alter. Oder gehabt haben.
Da waren einmal zwei dabei. Und es ist wieder Wahnsinn. Also ich bin fasziniert leider und ohne Krampf. Aber knatter zurück nochmal ein paar Fragen raus, deswegen habe ich ja den Hintergrund eingespackst jetzt halt. Damit es wenigstens ein bisschen was Ansehnliches zum Anschauen gibt. E30N, das ist doch, sag ich mal, die nachgeschärfte Variante, oder? Der i30N. Mei, ich meine, mit dem kann man es irgendwann einmal, also wie ich den Führerschein geschafft habe, wie gesagt, wird es ja Test-Drives geben von mir und da können wir uns auch gern mit dem auseinandersetzen. Weil, soweit ich da informiert bin, ist ja das die nachgeschärfte Version vom normalen i30 von Hyundai und ja. Werden wir wohl mal rausfinden. Wie gesagt, ich werde jetzt mal schauen, dass ich so schnell wie möglich diesen Wochenkurs durchbringe, damit der Führerschein was wird. Und dann können wir uns auch so an Testdrives ranmachen. Ja, warum denn nicht? Jetzt möchte ich halt so nach und nach mit bestandenem Führerschein vielleicht den Content ein bisschen aufwerten, verstehst? Testdrive, ja? Ganz genauchen. Mei, wird halt mancherorts schwierig für einen Fahranfänger, die gerechten Autos herzubringen, aber ich denke mal, nichts ist unmöglich. Es gibt, wie heißt das schon? Geht nicht, gibt's nicht. Oder? Irgendwie werden wir schon so ein bisschen was zustande bringen, hoffentlich. Aber jetzt muss ich erstmal mit der Fahrschule alles klären. Dann muss ich schauen, dass ich für diesen 14-tägigen Kurs freikriege von der Arbeit. Es wird jetzt noch ein wenig ein happiger Weg. Aber Opel Manta A, wenn man sowas irgendwo noch herbringt, naja, man kann da mal in Pfarrkirchen, glaube ich, ist der Manta da daheim. In Pfarrkirchen im wunderschönen Niederbayern. Da kann man schauen, ob man einen Manta auch herbringt. Ich meine, ich bin grundsätzlich für alles offen. Weißt du schon? Ist wurscht, ob das Manta A ist, Manta B, Oblast, Kona, whatever. Wenn man es irgendwo auf der treiben kann und jemanden findet, der mich fahren lässt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich werde bestimmt auch mal Oldtimer organisieren für Test-Drive-Videos. Opel Kadett C Coupé. Oh, mich. Grüß dich, Andreas. Ich arbeite als Verkäufer. Bei einer namhaften Baumarktgruppe aus der Region. Opel Kadett C Coupé. Ja, wenn man irgendwo auftreibt, warum nicht? Wie gesagt, ich möchte da gerne Oldtimer in meine Test-Drive-Videos vorstellen, Klassiker. Ich habe vor, ich muss mal schauen, wie das dann so laufen wird. Mit einer Klassik, mit einer Cabrio Classic Car, Reihe, Sparte, whatever, was will man. Wie gesagt, nach dem Führerschein, jetzt mal, wie gesagt, zuerst schauen. Also, dass es mit der Fahrschule hier hat, dann Wochenkurs. Und wenn ich den Wochenkurs bestanden habe, in den ich 14 da. Geil. Geil. Ja, klar, mal schauen. Überhaupt kein Thema. Also, wie gesagt, wenn das mit dem Führerschein alles hingehauen hat, weil das wäre jetzt noch ein bisschen ein happiger Weg, aber ich denke, das kriegen wir hier auf alle Fälle. Irgendwie. Wir genau das kann ich noch nicht sagen, aber. Ach komm, scheiß drauf, jetzt machen wir die 17 Minuten einer Folge. Machen wir noch 17 Minuten, haben wir die 2 Stunden auch vorher und dann ist die Fendtlefeierabend für heute. Weil ich glaube, so 2 Stunden, das bin ich, wie gesagt, ich bin total perplex, jetzt, dass man schon wieder. Also, wie gesagt, wenn das alles so passt, wie es mal 4 Stunden nach dem Führerschein, immer fleißig Fahrerfahrungen sammeln. Wir werden auch mal ein Drive and Talk einführen, ja, wo ihr mal eure Fragen schicken könnt. Die muss man dann halt ausdrucken. Ja, wobei, da müssen wir noch was einfallen lassen. Aber weißt du, wo ich dann auf aktuelle Themen eingehe, Drive and Talk, wo ich einfach durch die Gegend fahre, mit der GoPro im Auto, wo ich euch dann ein bisschen was verzeihe, Tritratrolle oder so, in der Richtung. Na, also V8 ist, also V8 mag ich tatsächlich ganz gern. V10 mag ich gerade beim V10 Plus und beim Audi R8 LMR. Das sind die zwei, wo ich sage, da geht ein 10-Zylinder-Sound da.
Aber ich freue mich auf jeden Fall, Michi, wenn du dich schon auf die Test-Drive-Videos freust. Wie gesagt, werde jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis die erste Kabel-Test-Drive-Folge erscheint, aber mei, ich gebe dem Ganzen jetzt noch, sage ich mal, mindestens so 3, 4 Monate. Wäre es mindestens noch da, wenn ich natürlich eher was zustande bringe, vielleicht dann umso besser, aber 3 Monate wäre es mal mindestens noch da. Aber jetzt wisst ihr mal drauf, worauf ihr euch in dem Corona-Jahr noch freuen könnt. Also Fahrt wird es trotz der ganzen Corona-Scheiße bestimmt nicht. Auch wenn es schade ist, dass alle Autotreffen abgesagt haben, leider bei uns im Gai. Ach, das ist schön. Es ist schön, wenn du nur so viel Geduld mitbringst, Mühe. Das taugt mir. Das ist dann ist recht. Na, aber das gefreut mich richtig jetzt, dass die erste Folge gleich so gut ankommt. Ich habe eh schon Bedenken gehabt, ob das jetzt nicht ein bisschen zu spontan ist, weißt du schon. Weil die Idee ist, mal halt Mittag kommen, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich sowas wieder mal auf die Füße stellen kann. Und ich habe mir gedacht, oh Scheiße, jetzt ist es vielleicht doch ein bisschen zu spontan, aber. Hat ja passt und hab mich mal selber wieder bestätigt, dass ich wieder den richtigen Riecher gehabt habe, was eigentlich so taugt. Schauen wir gerade nochmal. Wie gesagt, das zipft mir ein bisschen, dass ich da die Likes nicht nachschauen kann, sondern immer das Handy hernehmen muss. Das zipft mir ein bisschen an. Aber ist ja. Also was ich auf jeden Fall auf der Liste habe, zur GP-Performance. Also ich würde einiges dafür geben, dass ich einen GP einmal persönlich kennenlernen darf. Am liebsten auf der Essen-Motorshow zusammen mit dem Sydney Hoffmann. Das war so das Träumchen. Sid Hoffmann, dann vom Sid die Freundin, die wird es gleich wieder, jetzt habe ich den Namen vergessen, Schande über mein Haupt. Auf jeden Fall ein Sid, seine Freundin und dann JP, die persönlich zum Treffen und das am liebsten auf der Essen-Motorshow, das wäre das Träumchen, Alter. Das wäre das Träumchen. Weil das finde ich, sind so die einzigen zwei im westdeutschen Raum, also ja wirklich im westdeutschen Raum, die das ordentlich machen können. Die anderen, also es gibt auch andere Unternehmen, die aus dem bayerischen Raum, ja, der wohnt von mir. Ja, weit weg. Boah, lass mich lügen, Alter. So weit wohnt der von mir gar nicht, beziehungsweise der kommt aus einer Gegend gar nicht so weit von mir weg. Da hat der seine Heimat in Grünberg. Ja, Grünberg? Nein, Grünwald. Wenn mich nicht alles täuscht. Der qualme die und der schnelle Schelle, Alter. Das sind auch zwei. Wär's lauer, Niki Schelle habe ich tatsächlich schon mal persönlich gesehen. Das war bei der Rallye Niederbayern 2015 oder 16, ich weiß gar nicht mehr genau. Den habe ich auf jeden Fall bei der Niederbayern Rallye schon mal getroffen. Den schnellen Schelle. Mit seinem, was war der, mit seinem Suzuki Rallye Auto. Der schnelle Schelle, ja. Ich mag die total, also kriegt das Motormagazin nochmal. Also ich mag Malmedy, ich mag Qualmedy, ich mag den schnellen Schelle. Und hier Beat Müller, den hat man, wenn ich da rieche. Und da haben wir den Mossadegh, das ist auch ganz Kommode. Schnelle Schelle, ja. Der schnelle Schelle, ja. Ja, das ist er. Also der Schelle ist auf jeden Fall eine Schau für sich, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Also Kryptos Motormagazin. Also wenn das die Kameraden und Kameradinnen, Kolleginnen und Kollegen von Kryptos Motormagazin sehen, also macht ja auf jeden Fall weiter so eine tolle Show. Das ist also wirklich affengeiler Scheiß. Früher habe ich tatsächlich mal mehrere, also früher habe ich jeden Sonntag Krypt geschaut auf Nacht. Mittlerweile durch Arbeit und YouTube und Instagram habe ich leider nicht mehr so die Zeit, dass ich regelmäßig Kryptos Motormagazin schaue. Aber ich schaue mir immer gern die Videos auf YouTube auf dem Kryptos Motormagazin. Autodoktoren. Also, ich finde, das sind auch zwei ganz, ganz nette Typen. Ja. Also,
Wo sind die her? Helft's mir mal schnell, ich weiß nicht mehr, wo die her sind. Auf jeden Fall, das sind auch zwei. Ja, sag gerade 5 und sag gerade 6, das brauche ich mal schnell und schnell zu holen. Also, das finde ich sind auch zwei ganz liebe. Doch, Autodoktoren, das. Ich habe hab mal eine Phase gehabt, da habe ich das auch und die haben mir mal angeschaut. Ja. So. Aber. Nein, also ich denke mal so zwei bis dreimal in der Woche. Also, kurze Frage habe ich noch, ja. Was ist Michael? Ja, ich habe früher wirklich eine Phase gehabt, da habe ich mich sonntags, Nachmittag, bin ich aber ins Wohnzimmer rein und immer wenn Mama zum Beispiel gekommen wollte, Fernsehen schauen, na, da schaue ich jetzt gerade das Muttermagazin von 6 bis 8. Die 2 Stunden. Na, aber kurze Frage jetzt. Also nur mal so, passt das für euch? So 2 bis 3 Mal in der Woche um 7:15 auf Nacht? Hat das hier? Da reicht das down. War das in Ordnung für euch, liebe Leute? Also da habe ich früher hab ich meine Leute alle aus dem Wohnzimmer ausgesperrt. Jetzt kommt es aber um 5:15, jetzt fängt es aber eine Viertelstunde später. Aber okay, passt. Aber früher, das weiß ich noch, weil meine Mom schaut aber ganz früh bei uns im Wohnzimmer Fernsehen und dann aber nicht. Jetzt für die nächsten 2 Stunden kehrt der Karsten mir. Da habe ich immer von 6 bis 8 die Grippe das Muttermagazin gesucht, jeden Sonntag auf Nacht. Aber wie gesagt, jetzt fängt es 2 Viertelstunden später und dauert dafür eine Viertelstunde länger. Aber ich komme momentan einfach null dazu. Wie gesagt, ich schaue mir dann umso wieder so wie die Videos haben mit bei Klaassen. Das war wieder eine tolle Sache. Haben sie wieder eine tolle Sache auf die Füße gestellt. Das können wir uns auch mal im Livestream anschauen. Haben mit bei Klaassen Teil 1 und 2. Das werden wir uns auf alle Fälle einmal anschauen. Irgendwann einmal so. In einem Reaction-Stream-Gedöns, da werden wir schon irgendwas einmal hinkriegen. Denke mal mal. Und. Boah, ich weiß nicht, Jungs, findet ihr die Kamera eigentlich, dass die groß genug ist? Oder sollte man das Kamerabeutel noch ein bisschen größer machen beim nächsten Stream? Könnt ihr mir mal schnell reinschreiben? Ist eigentlich also passt noch, das los ist also für die Streams. Ja, jetzt werde ich dann noch gemütlich, wenn ich rauchen gehe. Na, passt, okay. Na, man dachte, ich frage jetzt gerade mal, weil mir kommt es jetzt, wenn ich da so vor meinem Live-Dashboard sitze, den Chat lese, dann kommt es mir ein bisschen klar vor. Aber wenn das passt, dann lassen wir es so. Dann machen wir jetzt wirklich, genau, dann machen wir jetzt 2 bis 3 Mal in der Woche, jeweils um 7:15, diese circa 2 Stunden. Ja, das hat die. Ja, das hat die. Ich glaube, das kriegen wir. Glaubt, das kriege ich schon was hin. Ich mache einmal eine Sicherheitsaufzeichnung, falls ich mir irgendwas abkackert, dass ich das dann für euch wenigstens als Video hochladen kann. Hoppala. Genau. Na, läuft. Hoppala. Was war nicht? Also. Ja, mein Setup werde ich auch irgendwann nochmal umbauen müssen. Ich glaube, ich werde gar nicht drum rumkommen, fürchte ich. Naja, aber solange es so auch geht. Man kann es vielleicht noch mit einem Bildschirm optimieren. Aber das freut mich, dass natürlich zwei ganz treue Mitglieder aus meiner Community, aus meiner Instagram-Community halt dabei sind. Das freut mich natürlich ganz, ganz närrisch, ihr Lieben. Na, leider, aber ich glaube, jetzt machen wir Feierabend für heute. Ja, also ich werde wahrscheinlich kurz sein, dass ich am Dienstag nochmal einen anschmeiße. Aber das sage ich euch dann noch früher genug. In diesem Sinne, meine Freunde, es war mir eine Freude, heute hier mit euch zu quatschen. Ja, also wie gesagt, das wird jetzt immer so 2 bis 3 Mal in der Woche, jeweils um 7:45 Yogi, aber ich kündige es auf Instagram an, ich werde es in Zukunft auf Discord reinposten. Gute Nacht miteinander, ebenfalls. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch taugt hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und das Glöckchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Hofner sagt.